Im letzten Kapitel haben wir die Additionsregel für Wahrscheinlichkeiten kennengelernt und damit eine Möglichkeit erhalten, Wahrscheinlichkeiten von der Vereinigung zweier Ereignisse zu berechnen. Ausgehend von der bedingten Wahrscheinlichkeit lässt sich nun noch eine analoge Regel für den Schnitt zweier Ereignisse aufstellen. Lassen Sie uns nochmal rekapitulieren, was wir in den Beispielen jetzt immer gemacht haben. In allen Fällen, egal ob es um den HIV-Test ging oder um den Alkoholismus in der Ehe, wir hatten es immer mit zwei Merkmalen zu tun, jeweils Ereignisse aus dem vorgegebenen Ergebnisraum, und wir hatten unter den Angaben immer auch eine bedingte Wahrscheinlichkeit, also beispielsweise die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A oder die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B. In beiden Fällen oder in allen Fällen haben wir jeweils mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit gearbeitet, die nämlich gerade P von A geschnitten B über P von A im oberen Fall ist, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit von A und B durch die Wahrscheinlichkeit von B im unteren Fall. Wir wollten dann immer die vier Feldertafeln füllen und haben dann die absoluten Wahrscheinlichkeiten gebraucht. Und das haben wir gemacht, indem wir die Definition umgestellt haben. Also nach der Wahrscheinlichkeit von A und B gemeinsam. Im oberen Fall erhalten wir hier, das ist die Wahrscheinlichkeit von A mal die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A. Im unteren Fall erhalten wir analog die Wahrscheinlichkeit von A und B ist gerade die Wahrscheinlichkeit von B mal die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B. Die Definition hier jeweils nach P von A geschnitten B aufgelöst liefert uns eine neue Regel, nämlich die, wie wir die Wahrscheinlichkeit von A und B ausrechnen können. Und das habe ich Ihnen hier in einem Satz nochmal zusammengefasst. P von A geschnitten B ist gleich P von A mal P von B unter der Bedingung A. Machen Sie sich bitte klar, dass anders als bei der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit wir hier in dieser Produktregel nicht fordern müssen, dass die Wahrscheinlichkeit von A ungleich 0 ist. Das liegt daran, dass wir jetzt nicht mehr P von A oder die Wahrscheinlichkeit von A im Nenner eines Bruchs stehen haben. Dennoch liefert auch hier, auch für den Fall, dass die Wahrscheinlichkeit von A 0 ist, diese Regel das richtige Ergebnis. Wenn nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, 0 ist, liefert das Produkt auf der rechten Seite den Wert 0. Und das macht auch durchaus Sinn, weil wenn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A eintritt, 0 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A und B gemeinsam eintreten, natürlich auch 0, rein logisch betrachtet. Damit haben wir jetzt eine zweite Rechenregel aufgestellt und da erinnere ich Sie nochmal gerne an die Additionsregel, die wir im letzten Kapitel bereits aufgestellt haben. Die können wir dem Ganzen nämlich gegenüberstellen. P von A vereinigt B ist P von A plus P von B minus P von A geschnitten B. Und jetzt kommt hinzu auch noch eine Möglichkeit, wie wir P von A geschnitten B ausrechnen können.